Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf dem neuen Vlog-Special. Diesmal sind wir auf jeden Fall wieder in NRW und lasst euch überraschen, werden auf jeden Fall geile Streams. Hä? Ich bin jetzt auch in meinem Hotelzimmer angekommen. Ich habe mir gedacht, diesmal werde ich ein Special, also wird mir da das bisschen gönnen und mir ein Komfortzimmer holen. Okay, so ein bisschen Ding. Letztes Mal hatte ich ein normales Zimmer, jetzt habe ich gesagt, ich hole Komfortzimmer. Bitte schaut mal meine Aussicht an. Und ich habe einfach so eine Aussicht bekommen. Lack, was ist das? Was ist das für eine Aussicht, ja? Ich schwöre, ich habe mich schon voll gefreut auf Komfort, jetzt bekomme ich einfach sowas. Naja, lasst uns nicht von einem Zimmer runterkriegen. Auf jeden Fall, ich bin echt gespannt, wie dieses Vlog wird. Passt auf euch auf. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und viel Spaß mit dem Video. Peace. So, schaust du mich an? Nimm ihn auf, der ist das. Das da. Da? Boah. Ihr kennt das, wenn man so richtig Hunger hat. Auf solche Chips meine ich. Oder ich habe Hunger auf alles. Ich hab Hunger. Aktuell könnte ich die Taube. Nimm die auf, Batu. Nimm die Taube, Edith. Ich habe gar nichts. Reiß die auseinander und gar nichts. Also, wir kommen in Düsseldorf, meine Freunde. Düsseldorf ist eins der, ja, wie soll ich sagen, möchtegernsten Städte der Welt. 1870 Johann Goethe baute hier eines seinen Palast. Johann Wolfgang Goethe ist Jurist, Minister, Theaterdirektor, Naturwissenschaftler und. Dann hat Johann Goethe Jaffar kennengelernt. Dann, was hat Jaffar gemacht? Der hat die Kennex hier reingebracht. Schwör mal auf Aldi! Film bitte auch hier Lego. Lego-Laden, ganz wichtig. Darf ich einen schwarzen Humor bringen? Ja. Darf ich? Wir sind in Düsseldorf hier, ist okay. Alles erlaubt. Okay. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Jaffar und Lego ist? Jetzt kommt es. Lego hat sogar einen Mann. Laut meiner Mutter, in Deutschland stehen 5000 Kurden auf. An alle meine Kurdis entfallen. Entfolgen, an alle meine Kurdis entfolgen. Natürlich. Entfolgen. Guten Jaffar ist mein Bruder. Aber du kennst diese Witze, ne? Ja, der war gut. Alhamdulillah. Okay, dürfen wir da folgen? Sag mal, was passiert? Also, schämt er sich? Der schämt sich hier durch mit mir. Zeig mal die Gasse. Ey. Ist das ein Statement? Schämst du dich wirklich jetzt? Er hat da gerade getanzt. Ich dachte, da jetzt nicht mehr. Er hat gesagt 50 Euro, wenn du tanzt. Ich habe nur so gemacht. Ich habe nur den Move gemacht. Den hier. Hey. Einfach hey. Hey. Jo, meine lieben Freunde. Unser Iftar hier gebrochen. Jetzt trinken wir noch unser Chai und danach geht's ab zu Jaffar. Wir werden einen Stream machen. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Like und kommentieren nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Was geht ab, meine lieben Friends? Auf jeden Fall, heute ist der zweite Tag und heute wird es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Heute sind wir mit dem Bruder Farid. Wir werden heute Abend einen Stream hinterlegen. Wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Ich werde hin und wieder noch ein paar Sachen aufnehmen. Mein Bruder Jaffar holt mich jetzt ab. Wir werden ein bisschen entspannt auf Chillo unterwegs sein. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Ich freue mich drauf. Peace. Ja. Also ich wäre dafür, dass wir damit fahren. Lauter, was? Ich wäre dafür, dass wir damit fahren. Scheiße, ich folge gerade, ich kann nichts machen, warte. Ganz ehrlich, was muss drüber, der zieht uns mal. Also. Ich weiß, du hast keinen Bock auf Aufnahmen, Bruder. Aber dieses Hotel, das ist schon. Was sagst du jetzt? Inshallah, irgendwann. Breitenbacher Hof. Das sind so Leute, glaube ich. Ja, erzählt. Die würden denken, wir kommen da, um uns zu bewerben für Ding Zimmerputz. Ja. Die würden das nicht mal ernst nehmen, glaube ich, wenn ich da jetzt hingehen würde und sagen würde, ich will ein Zimmer. Die würden, meinst du? Meinst du, die haben nur so schicke Mickey-Kunden? Ich glaube nicht. Schauen wir mal, was alles vorne steht.
Ja, aber die, die sowas fahren, Bro, das sind auch alles Jogginghosenträger wie wir. Glaub ja, mir, das ist keine Dings Anzugträger. Scheiß auf, Bro. Verstehst du, Bruder? Scheiß auf alle. Wir sind alles Menschen, wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben, so sieht's aus. Jetzt muss Ötzi hier irgendwo. So, meine lieben Freunde, wir gehen jetzt essen. Danach treffe ich mich mit dem Banger. Und auf Empfehlung gehen wir jetzt hier essen bei Redwood mit Frank Buschmann. Mit Jafar. Frankie, boah. Bin ich echt gespannt, Alter. Der Laden soll anscheinend echt gut sein. Ich bin gespannt. So, meine lieben Friends. Jetzt bin ich im Hotel angekommen. Wir haben unser Iftar-Essen gegessen mit Jafar und Ötzi. Jetzt gleich holt mich Farid ab und danach geht's ab zum Stream. Seid gespannt. Ist bestimmt geil geworden. Ich werde noch ein paar kleine Highlights auf jeden Fall hier einblenden, noch im Vlog. Freue mich auf jeden Fall und ja, morgen geht's dann weiter. Passt auf euch auf. Wir sehen uns. Peace. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin nicht der echte Rapstar hier. Deswegen habe ich mir jemanden dazu geholt. Ladies and Gentlemen, bitte freut euch auf meinen Bruder, der in meine Rolle reinschlüpft. It is. Was geht ab, was geht ab? Was geht, Bruder? Was geht, alles gut? Alles bestens. Bei dir? Auch, oh, Mann, alles gut. Küss eure Herzen. Also, Bruder. So, Jungs, ihr wolltet es, ihr habt's. Also, auf Ansage, wenn wir schon mal 10 schaffen. Ja? Dann wie viel? Guck mal, ich sag dir so, wenn wir 15 schaffen, mache ich das bei dir. Oh. Geht oder nicht? Ist das ein Deal oder nicht? 15.000. Wenn wir 15.000 schaffen, komme ich bei dir rein. Ja, okay. Eigentlich wollte ich dich nie wieder gehen lassen, doch ich muss mich gehen lassen. Scheiß auf diese C-Klasse. Ich bereue es, Mädchen, nein, ich bin nicht treu gewesen. Doch komm ich zurück, ich verspreche dir ein neues Leben. Mir leid, dass ich nicht immer ehrlich war und du von meinen Schlägen immer nur die Sterne sahst. Es war dein erstes Mal, ich hoffe, du bereust es nicht. Ich werde krank, wenn ich dran denk, dass dich dein neuer Fick. Boah, der war gut. Gut, der war oder? Gut, der war gut. Du hast ihn gut drauf. So, meine Freunde, wir waren jetzt hier beim Stream mit Farid. War auf jeden Fall geil. Ich glaube, ihr habt den Stream gesehen. Wir werden auf jeden Fall ein paar Einschnitte hinzufügen. Ihr habt's gewollt. Ihr habt's. Und wir haben es gemacht, es war auf jeden Fall brutal, du hast es sehr gut gemacht, du hast super gerappt, oder? War auf jeden Fall geil, Mann. Also wie gesagt, Alter. Auf jeden Fall Farid Bang Channel auf Twitch, ihr wisst Bescheid, ich küsse eure Herzen. Edi ist der breite, bessere Channel, das ist der echte Farid Bang. Ich küsse eure Herzen.